So, weiter geht's heute mit unserer nächsten Schicht. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute. Jo, mal gucken, was wir heute haben. Wie viel haben wir denn überhaupt insgesamt noch? Wir haben, um Stern Nummer 6 zu kriegen, fehlen uns noch 336. Na, mal gucken, ob wir so heute hinkriegen. Wir haben mal wieder eine Fahrzeugstreife. Wir nehmen wieder 15 Minuten. Und gucken mal, was heute passiert. Vielleicht müssen wir wieder überziehen, vielleicht auch nicht. Ich versuche es heute zu vermeiden. Wo es gewittert oder wo es gerade kriege ich das jetzt hin? Wir hatten ja in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Es war gerade ein bisschen Gewitter im Büro. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen an. Stelle Strafzettel aus. Da müssen wir eigentlich zu Fuß unterwegs sein. Aber gucken wir mal. Ja, wir haben heute wieder ein bisschen was zu tun. Mal gucken, heute gehen wir mal wieder auf Fahrzeug. Auf das. So, du bist also über Rot gefahren, mein Freund. Fahren über die. Ich halte Sie an, weil Sie über Rot gefahren sind. Da haben Sie nicht richtig geguckt. Das es stimmt war nicht. Noch grün. Gar nicht wahr. Ich stand schon die ganze Zeit an der Linksin. Bitte zeigen mal Sie mir den Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. Was haben wir denn? 14 15, 23 ist okay. Sie darf keine Waffen betragen. Okay. Spricht undeutlich. Also machen wir mal einen. Komm mal raus. Steigen hier. Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Schön Sie zu sehen, Officer. Ja, ja, moin, moin. So, test mal Alkohol. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Hast du nicht? Drogen? Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Negativ, beides. Durchsuchen wir sie mal. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Taschen ist okay. Ich kann eigentlich nichts machen, aber warum ist die Alte nervös? Na gut. Warte mal. Bleiben Sie hier und bewegen Sie sich nicht von der Stelle. Na schön. Ich kontrolliere mal dein Auto. Irgendwas hat ein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Oh. Warte mal. Ruhig jetzt. So, damit kannst du erstmal klar deine Handschellen haben wegen Fluchtgefahr. Sie sind wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsmaßnahmen verhaftet. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer! Nee. So, ich habe jetzt gerade mehrmals gesagt, dass es hier Ende ist und ich will mein Auto kurz kontrollieren. Du wirst definitiv eingebuchtet. Geldbörse, okay. Ja, die packt man hinten im Auto. Taschenmesser, Jojo. Ich
verrechnen. Na gut, jetzt eigentlich hatte gar nichts im Auto. Kann ich die jetzt einfluchten wegen Fluchtgefahr? Eigentlich schon, ne? Warte mal. So. Rein theoretisch hast du gar nichts getan. Du bist nur abgehauen. Kann ich die nicht rein? Nee, kann ich nicht. Die Handschellen kommen ab. Danke. So, damit darfst du jetzt erstmal wieder weitergehen. Weil irgendwas, ich weiß nicht, warum die abgehauen ist, aber sie ist ja relativ zettelig. Ich hätte sie gar nichts getan. Ich kann nichts machen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ich kann die höchstens wegen. Hey, Officer. Moin. Warte mal, du stehst ein bisschen scheiße. Warte mal, was haben wir denn eigentlich für einen Tag? Heute ist Dienstag, ne? Ja. Nur wegen dem Falschparken, wegen der Position. Auf dem Bürgersteig. So, heute hat, wie gesagt, hat die Frau nichts getan. Sie ist halt abgehauen, ja, aber das, mehr kann ich nicht, kann ich es machen. Wo sind die überhaupt hin? Ist hier mittlerweile nicht mehr im Auto wieder? Nee, ist er nicht. Achso, die Karre einfach abschleppen, komm. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. So, gucken wir mal, ob wir noch eine Mail oder ob wir noch was hinkriegen. Auf dem Bürgersteig. Auf jeden Fall eine Knolle. Ich weiß nicht, ob ich den hier abschleppen kann. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Sie sagen bestimmt, das ist nicht. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an ihren Standort. Gut. So, der darf erstmal hier eine Knolle kriegen wegen seinem Falschschlag. Ich hoffe, dass ich das Auto, was da vorne an der Ampel gerade stand, nochmal kriege. Warte mal, der ist gerade ein bisschen sehr schnell unterwegs gewesen, der Kollege hier. Mit dem SUV. Den wollte ich jetzt nämlich in Ruhe kontrollieren hier mal. Nicht das SUV, sondern den hier, weil wegen seinem Auspuff. Ich muss Sie festhalten, da Ihr Wagen übermäßig raucht. Tut mir leid, das finde ich aber nicht. Haha, Umweltverschmutzung. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. So, dann werden wir mal ganz kurz eben seine. So, was haben wir denn hier?
Abgelaufen 23, du dürftest theoretisch sogar eine Waffe tragen. Lupe Xiao. Okay. Die Versicherung ist abgelaufen. So, Fahrer. Kein Versicherungsschutz. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Und damit so das viel für so eine kleine Sache? Damit darfst du auch zu Fuß laufen, weil du kein Dings hast. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. So, auf jeden Fall kriegst du noch einen dazu. Weil dein Auto wird definitiv abgeschnappt, weil du darfst keinen Versicherungsschein haben. Halt. So. Verschuss bestrafen, wegen dem Fahrzeug. Auf jeden Fall der Auspuff. Kriegst du Strafzettel. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 300 und 400 Dollar wegen eines übermäßig qualmenden Auspuffs belegen. Warum ist das so teuer? Fakt ist, du wartest hier. Bleiben Sie hier und bewegen Sie sich nicht von der Stelle. Na schön. Hallo Katze. Ja, du telefonierst heute erstmal, weil dein Auto wird abgeschleppt, weil du keinen Versicherungsschein hast. So, Fahrzeug zu suchen. Keine Gegenstände. Keine Gegenstände. Fahrzeug zu suchen. Das Fahrzeug muss ich abschleppen lassen, weil sie darf ja nicht fahren mit dem Auto. Also, will der Auspuff muss ja gemacht werden? Okay, der hat kein Fahrzeug. Kein Fahrzeugdings. Darf ich jetzt hier nicht stehen bleiben? Okay, kann ich hier nicht durch? Warum nicht? So, du hast keinen Versicherungsschein. Du kriegst jetzt von mir auf jeden Fall noch eine Mail. Du wirst auf jeden Fall auch nochmal durchsucht. Nehmen Sie bitte langsam die Hände. Ich werde Sie durchsuchen. Was hast du noch an der Bord? Ah, hast du noch irgendwas? Ich habe Fragen. So, habe ich schon einen Alkoholtest gemacht? Ja, ne? Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nein. Kein Alk. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nein, auch keiner Drogen. Also alles in Ordnung soweit. Fakt ist, dass du hier definitiv ohne Versicherung nichts machen darfst. Komm, ich hab schon gewonnen. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. So viel Geld habe ich nicht. Das ist mein Problem. So, Fakt ist, dein Auto wird abgeschleppt. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Da kommt er schon. So, die wird jetzt auf jeden Fall noch. Gibt es hier irgendwas eigentlich? Ne, kann ich nicht. Blinker rechts, Blinker links. So, der muss jetzt. Ich warte mal kurz, bis der Abschlepper kommt. Wir haben jetzt eh gleich Schichtende. Und bis auch Aufnahmeende, dann kann ich nicht am Freitag in Ruhe weitermachen. Also quasi heute, wenn diese Folge rauskommt, werde ich auch noch besser was aufnehmen. Ja? Ja. So, da kommt der Abschleppdienst und nimmt das Auto mit. Weil sie ja keinen Versicherungsschutz hat und der Auspuff, der mit dem Auspuff darf sie ja auch nicht weiterfahren. Ich bin jetzt Ärger, ich bin jetzt unrechtmäßig. Und tschüss. Die wird zwar jetzt ein bisschen sauer sein, aber. Nun ja. Schießt aber auch ein bisschen beschissen, Kollege. Also das hier, ne? Fakt ist, dass er meiner Meinung nach nicht da stehen ist, da war sie gut. So, Fakt ist, sie hat auf jeden Fall schon mal. Welches Fahrzeug jetzt?
Wer da? So, der hat auf jeden Fall angeblich einen Stellplatz gefunden. Die Frage ist, kann ich ja jetzt mitnehmen? Ihre Schicht ist um, Officer. Ah, hast du Glück gehabt, Kollege. Fahren wir zurück. Eigentlich wollte ich den schön kontrollieren, aber... Kann ich jetzt kurz mal einen Wegpunkt setzen, kurz mit der Karte? Hui, das war knapp. Ich meine, jetzt, mir ist es jetzt wurscht. Ich weiß selber, wie der gesetzte Henker hier war. Ich habe ja nichts hier gemacht. Gut, ich bin selber schon. Ich bin tatsächlich selber schon, weil ich habe. Ich glaube, ich bin selber da drin. Ist egal, alles ist gut. Wir machen mal Feierabend. Ich habe nichts getan. So ist diese Flackern jetzt gerade hier weg. So, Schicht beenden. So. Ich glaube, ich habe noch Punktabzug wegen dem Unfall, ne? Ja, 25 Punkte. Ja, fast. In der nächsten Schicht können wir es definitiv zu Ende machen. Dann haben wir die Punkte, haben wir die Punkte vorne. Haben wir was unrechtmäßig gemacht? Keine. Wir haben alles rechtmäßig gemacht. Bei dem Vergas? Alles rechtmäßig, muss ich sagen. Sind die zu regelmäßig dabei, ne? Unmäßig und haben so unrechtmäßig Fahrzeugkontrolle, unmäßig, keine Ahnung. Rechtmäßig, nicht verdächtig, hat dafür keinen Versicherungsschutz. Warum? Okay, naja, passt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was uns dann erwartet. Bis dahin, ciao.